Hallo, seid gegrüßt, liebe MOBA-Freunde und Freundinnen, wieder mal auf dem Kanal von Mittelstadt TV. Ja, ich habe die Tage durch Zufall im Modellbahncenter Recklinghausen diese schöne 044 der DB von Roco erstanden. Und wie ihr seht, sie hat keine Originalverpackung, beziehungsweise das ist schon die Originalverpackung, weil sie kommt nämlich eigentlich aus einem Digitalset. Und kleiner Tipp, der Händler hat noch welche. Ja, wir wollen diese 044 heute dann altern. Dazu habe ich dann im Internet erstmal nach dieser Lok gesucht und bin auch wirklich fündig geworden und habe von der 044 334-1 Originalfotos gefunden, die ihr jetzt hier gerade seht. Und diesen Zustand wollen wir so einigermaßen nachstellen. Ihr seht, also entweder sind die Fotos hier ziemlich zum selben Zeitraum entstanden von den verschiedenen Fotografen, bei denen ich mich mal recht herzlich bedanken möchte, dass sie diese veröffentlicht haben. Oder die Lok sah wirklich über einen größeren Zeitraum relativ gleich aus. Das sind fast alles Bilder aus Ortbergen und drumherum, da sie da wohl stationiert war. Da fällt mir gerade ein, das habe ich noch nicht mal nachgeschaut, was an der Lok dran steht. Also wieder was für meine To-Do-Liste. Und das werde ich dann nochmal kontrollieren. Ja, aber jetzt wollen wir dann mal anfangen. Und dafür habe ich halt diese Lokliege, die man ruhig ein bisschen einschmutzen kann, da sie halt aus gelasertem Holz besteht. Und es beginnt mit einem Washing. Dieses Washing, habt ihr jetzt ja auch gerade eingeblendet gesehen, ist von Valeo. Und zwar war es die Nummer 76506, Rost, also Oxid, wird jetzt erstmal ans Fahrwerk aufgebracht. Und das Ganze mache ich aus dem Grunde, weil ich diese Lok mit Pigmentfarben bearbeiten möchte. Und breche so schon mal die Kunststoffstruktur im Grunde genommen auf, beziehungsweise ich vergrößere sie. Deswegen bearbeite ich den Kunststoff jetzt schon mal mit dem Washing, um nachher mehr Trägerfläche für die Pigmentfarben zu haben. So, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter vorgeblendet. Und wie ihr seht, ich mache halt nicht nur das Fahrwerk, sondern auch die Zylinder werden schon mal bearbeitet. Wird nochmal kontrolliert, was das Vorbildfoto halt aussagt. Und dementsprechend werden die Bereiche halt auch schon mal vorbearbeitet. Wie gesagt, das Ganze ist dafür da, um die Oberfläche zu vergrößern. Nachdem wir jetzt erstmal alles aufgebracht haben, nehme ich immer ganz gerne einen Föhn, um die Trocknungsphase, die ja bei Valeo sowieso schon flott ist, aber Washing dauert ein bisschen länger, zu verkürzen. Und da kann man gerne dann mal einen Föhn für nehmen. Ja, jetzt kommen wir zu den Pigmentfarben in Pulverform. Diese sind von H0 Fein. Und dafür benutze ich jetzt 654 BW Schmutz. Wieder so eine schöne Toffifee-Verpackung. Es ist eigentlich schlimm bei diesem Hobby, dass man immer gezwungen ist, Toffifee zu essen.
um halt seine Farben so schön zu separieren und aufbringen zu können. Der Vorteil, warum ich jetzt von Hahn und Fein das Pulver nehme, also man kann jede andere Pigmentfarbe auch nehmen, ist aber dieses Lösungsmittel. Weil ich bringe die Pigmente nicht im trockenen Zustand auf, wo sie dann ja doch sehr schnell wieder verfliegen, sondern ich nehme diesen kleinen, etwas härteren Ostenpinsel und werde diese Pigmentfarbe im feuchten Zustand aufbringen. Der Borstenpinsel ist deswegen sehr vorteilhaft, weil ich diese Farbe doch schön einarbeiten kann. Es ist wie wenn man eine Creme auf der Haut einmassiert. So mache ich das jetzt mit dem Borstenpinsel auch. Und dadurch bleibt natürlich gerade in den tiefer gelegenen Bereichen schön der Dreck nachher hängen. Und das Lösungsmittel hat noch einen weiteren Vorteil. Es löst halt auch nochmal die Farbe. Es löst sie jetzt nicht so an, dass ihr euch da jetzt erschrecken müsst, aber es geht eine Verbindung damit ein. Und auch dadurch bleibt natürlich die Farbe, wenn sie dann nachher durchgetrocknet ist, besser haften. Ja, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, ich nehme mir immer wieder das Bild, was ich als Hauptvorlage mir halt ausgesucht habe, zu Hilfe. Schau mir das Fahrwerk auf dem Bild nochmal genauer an, um es relativ gleich mit dem Modell in Einklang zu bringen. Warum habe ich da jetzt näher geguckt? Die Treibräder sind nämlich nicht alle identisch dreckig. Gerade das vordere Treibrad ist eher sogar häufig schon auf mehreren Bildern gesehen sauberer als die hinteren freiliegenden. Und das habe ich halt dort jetzt auch nochmal verglichen. Und dementsprechend auch dort die Farbe aufgebracht. Nachdem wir jetzt das Fahrwerk bearbeitet haben, geht es an den Aufbau. Und auch hier wird schön überall die Farbe richtig schön einmassiert. Da, wo sie nicht so stark nachher hängen bleiben soll, streicht man eigentlich eher drüber. Und wo es dann fester sein soll und auch mehr zurückbleiben soll, wird so gut wie es geht eingearbeitet. Auch der Tender wird natürlich bearbeitet, wie ihr ja eben an dem Foto, an dem Originalfoto sehen konntet. Der Tender ist auch sehr schmuddelig und dementsprechend bringe ich jetzt überall den BW-Schmutz so, wie ich der Meinung bin, dass es sein müsste, auf. Ja, ihr könnt sehen, die Pigmentfarbe ist jetzt bereits am Durchtrocknen und die ganze Lok wird wesentlich rötlicher, braunrötlich, und wenn sie nachher richtig derbe durchgetrocknet ist, ja, dann sieht sie schon extrem rostbraun aus. Aber auch hier kann ich sagen,
Mut zur Lücke. Wer es noch nicht so oft gemacht hat, sollte sich natürlich irgendwas Günstiges suchen, wo er das dran ausprobiert. Aber ich habe mittlerweile schon so oft festgestellt, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, es gibt immer Möglichkeiten, fast, ich will jetzt nicht sagen ganz, aber fast zum Ursprung zurückzukommen. Und sei es, dass ich mit Isopropanol Farbe wieder abziehe von der Lok. Das ist alles möglich. Ja, nachdem das jetzt durchgetrocknet ist, nehmen wir einen größeren harten Borstenpinsel und entfernen eigentlich die Pigmente. Wir entfernen sie nicht komplett, aber an großflächigen Bereichen gehen wir natürlich derbe drüber und bearbeiten das so, dass es dort, wo es schön sich hintersetzen kann oder in Vertiefung bestehen bleibt. Auch der Tender, der wird dann natürlich gleich so bearbeitet, dass es immer in Regenrichtung die Farbe entfernt wird. Also am liebsten von oben nach unten. Im Fahrwerk könnt ihr sehen, da kann man einfach von rechts nach links gehen. Und hier könnt ihr jetzt schon sehen, die erhabenen roten Bereiche vom Fahrwerk treten wieder hervor und alles, was nicht erhaben ist, ist schön schmutzig. Ja, und auch für richtig schöne, flache, freie Flächen kann man gut mal einen Q-Tip nehmen. Und auch da könnt ihr schon sehen, dass da Verlauflinien dadurch entstanden sind. Und diese ganze Farbstruktur, den meisten ist es ja bekannt, die schon mal gealtert haben, wird sich nochmal ändern, sobald wir nachher den Klarlack aufbringen. Ja, wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr sehen, wie wirklich die Farbe als Wolke durch die Gegend fliegt. Und bis man zum richtigen Ergebnis kommt, das kann schon mal ein bisschen Arbeit machen. So, das ist jetzt der Zustand, wie ich ihn haben möchte. Ich habe das Modell nochmal mit Druckluft abgepustet. Wenn das jetzt alles trocken aufgebracht worden wäre, dann wäre fast die komplette alleine durch die Druckluft die Pigmente verschwunden. Ja, jetzt nehmen wir den AK 183. Das ist der, also wie gesagt, ich habe schon in mehreren Filmen ja gesagt, in meinen Augen der matteste Klarlack, den ich so kenne. Also jeder, egal ob es von Vallejo ist, ob es Revell ist, ob es Humbrol ist oder sowas, was sie Mattlack nennen, hat immer noch einen kleinen Glanz. Es ist zwar nicht so glänzend wie jetzt der Tarnlack, aber es ist immer noch ein ganz kleiner Glanz. Und das ist das, was ich absolut nicht haben möchte. Weil die Lok soll richtig schön stumpf sein. Ihr habt es ja auch anhand der Originalfotos sehen können, dass sie eigentlich nirgendwo eine glänzende Stelle hat. Ja, wir bringen den Klarlack natürlich jetzt erstmal wieder im Bereich des Fahrwerkes auf. Dort sollte man halt immer aufpassen, dass man die Laufflächen und vor allem die Radkontakte natürlich nicht mit Farbe in Berührung bringt. Aber nichtsdestotrotz, die Lok muss dann nachher auch nochmal richtig gereinigt werden. Aber trotzdem sollte man gerade die Radkontakte zusehen, dass sie
sauber bleiben, weil die wieder zu reinigen, das ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit. Ja, auch in der Front, könnt ihr jetzt sehen, arbeite ich mit dem Pinsel, um allein dort die Lampen natürlich nicht mit dem Klarlack zu beschmutzen. Ansonsten habt ihr nämlich noch weniger Licht, als die Roku-Maschine sowieso schon macht. Und das ist ja nun nicht gewollt. Ja, nachdem die Pinselarbeit erledigt ist, gehen wir über mit dem Airbrush und bearbeiten den kompletten Oberbau. Auch hier sollte man natürlich aufpassen mit dem Airbrush, dass man nicht die Fenster trifft, auch die wieder sauber zu machen. Es ist machbar, aber macht nicht so Spaß. Jetzt nehme ich das Washing, was wir eben mit dem Pinsel aufgebracht haben, und arbeite das nochmal in dem Bereich, wie wir es auf dem Foto ja eben schon sehen konnten, am Kessel mit dem Airbrush auf. Das sind dann öfters mal mehrere Schichten, die man aufbringen muss, bis man halt den Farbton so trifft, wie er sein soll. Ja, damit ist es die Seite schon erledigt. Hier nochmal ein Vergleich. Und die Lok wird von der anderen Seite im selben Verfahren bearbeitet. Aber das werde ich jetzt nicht mehr zeigen. Ich zeige euch lieber hier nochmal das Ergebnis, nachdem ich dann noch mit Washings gearbeitet habe. Unten im Text könnt ihr sehen, welche das sind. Und das soll es dann mit dieser Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.